Let's Play Mass Effect 3. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Auf ins Mossenportal und ich würde sagen, jetzt mal auf zur Citadel. Sonst haben wir nämlich eigentlich gerade auch gar nichts anderes. Wir müssen auf der Citadel noch dieses Teil kaufen. Für unseren Maschinisten. Allianzkontrolle, hier ist die SSV Normandy. Haben wir Landeerlaubnis? Allianzkontrolle, hier Normandy. Wir sind unterwegs zur Bucht 1-4, Sakara-Bezirk. Haben wir Landeerlaubnis? Nanu? Oh. Was zum Teufel geht da unten vor? Selbst bei einer Fehlfunktion der Station müssten die Backups online sein. Ich habe ein übles Gefühl. Überprüfe die Notsignalkanäle. Hey, ja, hier ist Joker. Aha. Ja, ohne Witz. Commander, ich habe Thane in der Leitung. Er sagt, das sei wichtig. Sie sollten sich das anhören. Stellen Sie durch. Shepard, die Citadel wird angegriffen. Überall sind Cerberus-Truppen und sie haben die Kontrolle über die Docks. Außer Gefahr? Nein. Ich musste ihre Elite-Soldaten im Krankenhaus umgehen. Und bin jetzt bei einer Ladenfront auf dem Präsidium. Hat Ashley es geschafft? Wir wurden getrennt. Sie sagte, sie müsse den Rat beschützen. Ich bin unterwegs zum Hauptquartier von C-Sicherheit. Wieso C-Sicherheit? Es wurde eingenommen. Und C-Sicherheit braucht es. Solange Cerberus es hält, haben sie auch die Station. Gut, Joker. Nicht zu den Docks. Es geht zum Hauptquartier von C-Sicherheit. Wir nehmen das Shuttle. Zu Befehl, Commander. Sie können es einfach nicht lassen, diese Pfosten. So, ich gebe mal wieder sein Standard-Outfit. Und wen nehme ich noch mit? Liara oder Edie? Oh, Liara mit. Auf geht's. Und ich sag's noch in der letzten Folge, diese dummen Penner von Cerberus. Das waren gar nicht wir. Ich dachte, das wäre ich und Sam und Garrus. Wie konnte denn Cerberus das schaffen, bitte? Oh, das war doch das Ding. Der Name okay, fällt mir nicht ein. Sofort in Deckung. Oder war es das selbe Charaktermodell? Jetzt wird es mal wieder Zeit für die gute alte Black Widow, glaube ich. Wenn ich treffen würde, natürlich. Ha! Weg mit der Rübe. Ciao mit V. Bailey. Es war Bailey, ich dachte es mir doch. Bailey! Shepard, ich habe gesehen, wie Cerberus sie angegriffen hat. Ich dachte, das wäre ihr Ende. Bailey, was machen Sie denn hier?
Ich versuche verzweifelt, das Hauptquartier zurückzuerobern. Cerberus hat es bereits eingenommen. Wir müssen sie vertreiben. Ohne das Netzwerk ist die gesamte C-Sicherheit blind. Wie schlimm ist es? Wissen Sie, ob die Ratsmitglieder noch am Leben sind? Sie haben sich getrennt. Wenn ich drin Zugriff auf ein Terminal bekomme, kann ich mehr sagen. Können Sie uns reinbringen? Steckt Udina da dahinter? Ich kümmere mich um die Tür. Wenn mich diesmal keine Kugel unterbricht. Es hieß, er hat Geldsummen transferiert, etc. Könnte er was von Cerberus angenommen haben? Der Penner. Ich wette, der steckt damit drin. So, der C-Sicherheit-Netzwerkzugang von Cerberus. Wie soll das helfen? Cerberus kontrolliert die Hauptkanäle. Ich mache einen neuen auf. Sonst haben unsere Leute keine Chance. Hallo? Was haben Sie? Eine Warnung von Ratsherrin Eschiel. Sie soll sich hier mit dem Executor treffen. Dieser Schritt fordert Vergeltung. Das ist eine Untertreibung. Wenn sie da drin ist, hat sie Ärger. Ein Ratsmitglied trifft sich mit dem Executor? Jemand von Bedeutung soll angeklagt werden. Und dieser jemand hat wohl Freunde bei Cerberus. Der Ratsherr hat Udina erwähnt. Aber das ist Wahnsinn. Hat er überhaupt einen derartigen Einfluss? Und wer weiß darüber genaueres? Das Ratsmitglied. Ein Ratsmitglied ist besser als keines. Wohin muss ich? Die Ratsherrin könnte im Büro des Executors sein. Eine Position, die sich gut verteidigen lässt. Bin dran. Sekunde. Okay, Verbindung über Universalwerkzeug. Los. Auf geht's. Dann nehmen wir mal die MP. Zane, haben Sie das alles gehört? Ja, ich nähere mich dem Gebäude. Aber das Rennen fällt mir. Okay, jetzt war er weg. Schönes kleines Bollerchen. Truppen in der Lobby. Sie hatten sich verschanzt. Ich kann mit den Kameras alles sehen. Sie sind überall auf der Station. Cerberus-Angriff im Gang. Alle Mann auf Posten. Eintrittswunden am Hinterkopf. Sieht mehr nach Überraschung aus als nach Hinrichtung. Wir haben hier skrupellose Verräter. Genau wie auf dem Mars. Cerberus steht auf Schläferagenten. Die Sicherheitstüren wurden zu ihrem eigenen Schutz abgeriegelt. Dieser Udina, ich mochte den noch nie. Nix, du steuerst dein blödes Geschütz jetzt nicht auf. Blöde Geschütz-Depp. Oh. Aufklärungskapuze. Kapuze klingt immer cool. Ich hoffe, sie sieht auch kapuzig aus. Cerberus. Sie haben ihn nicht mal raus in den Gang geschleppt. Oha. Und ich habe sie nicht ausgewählt. Ich voll Facke. Drücke immer zu schnell. Fahrstuhl gesichert. Störung. 9, 8. Hallo. Ich weiß zwar nicht, ob ich das machen musste, aber ich hab's mal gemacht. Gibt es da drin Überlebende? Wie
Bisher nicht. Verdammt, suchen Sie weiter. Hoffentlich finde ich noch mal eine Waffe, ich will die andere ändern. Rayfield! Lamont! Sind Sie am Leben? Könnten Sie bitte nicht jeden alarmieren? Wenn Schüsse Ihre Aufmerksamkeit nicht erregen, gelingt mir das auch nicht. Eintrag. Herc warnen, dass er seine Berichte ordentlich ausfüllen soll, sonst drehte ich seinen Arsch von Ende der Citadel zum anderen. Neue Terminierung des Treffens mit Analysten vom Zoll wegen der Frachtgewichtsdiskrepanzen im letzten Jahr. Er darf sich nicht nochmal drücken, verdammt. Berichte, dass unerwünschte Personen illegal auf die Station kommen. Biometrik-System neu kalibrieren lassen. Schon wieder. Hercs Arsch von einem Ende der Citadel zum anderen treten. So viel neues Zeug. Ich würde gern immer... Aha. So. Welche war's? Die Revenant. Und wo war das? Probieren wir doch mal aus. Die scheint mir nicht ganz so genau zu sein. Vielleicht irre ich aber auch. Ist alles andere als genau. Aber dafür hat es einen Bums dahinter, denke ich mal. Wir müssten jetzt ganz in der Nähe sein. Ja, da vorne ist eine Treppe. Die führt direkt zum Büro des Executors. Hoffentlich kommen wir nicht zu spät. Noch mehr Cerberus-Pflaumen. Bist du denn hin? Doch. Dann probieren wir mal noch die andere aus, die wir gekriegt haben. Schauen, wie die ist. Hier geht's nicht weiter. Ist das nicht die, wo wir gerade gelootet haben? Nee, oder? Bailey, den Executor und zwei salarianische Leibwächter hat's wohl erwischt. Verdammt. Also gut, suchen Sie weiter. Wenn Sie die Leiche der Ratsherrin nicht finden, schreiben Sie sie nicht gleich ab. Hab sie gefunden. Anscheinend unverletzt. Bringen Sie sie in Sicherheit. Oh, das ist der Typ, den wir am Anfang mal gesehen haben. Denken Sie nicht mal dran. Shepard, er wird uns alle töten. Das bleibt abzuwarten. Udina plant einen Putsch. Die anderen Ratsmitglieder laufen direkt in eine Falle. Drei gegen einen. Es ist vorbei. Nein, jetzt macht's erst richtig Spaß. Oh nein, ich ahne Schreckliches. Nicht auf Fane. Weg ist er. No! Oh ne. Oh nein!
Du Penner! Wie schlimm ist es? Ich habe noch Zeit. Schnappen Sie ihn. Shepard, was geht da oben vor? Thane braucht schnellstens medizinische Hilfe und ich muss mich um einen Attentäter kümmern. Der ist vermutlich hinter dem Rest des Rats her. Machen Sie publik, dass Udina die Macht an sich reißen will. Ich muss zu den Ratsherren. Sie werden zu einem Shuttleplatz auf dem Präsidium gebracht. Fahren Sie. Ich werde versuchen, Sie zu erreichen. Allein dafür wird er zu Dina büßen. Ich sende Sie an Ihren Wagen. Gute Arbeit, Bailey. Wir sind fast da. Ihr Wagen angehalten. Ich bin jetzt zu Fuß unterwegs. Konnten Sie den Rat erreichen? Negativ. Die Wachen sind tot. Aber wir empfangen noch Lebenszeichen von den Transpondern des Rats. Wohin sind Sie unterwegs? Zum Shuttleplatz über Chalmer Plaza. Udina ist bei Ihnen. Wenn er Sie in Reichweite des Attentäters bringt, ist das nicht vorbei. Was lässt jetzt für eine Waffe? Ich bin unterwegs. Ha, ist es die neue? Die hat es noch nicht ausprobiert. Die ist ja nett. Ich glaube, da bin ich geneigt, eine böse Entscheidung zu treffen, was Udina betrifft. Wegen dem Dreckskerl muss jetzt Thane und... Also, ja, man kann erzählen, wie man will. Thane war ja sowieso totgeweiht, ja. Aber er hätte noch Zeit gehabt. Einmal zurück. Ich will nur wissen, was da oben ist. Ob es hier noch irgendwas zu finden gibt. Scheint nicht so. Sie erlaubt es so Attentäter-Penner dabei. Sie haben sie dabei. Hinter sich verriegelt. Halt, also da geht's ja nicht weiter, ne? Nee. Ah. Hauke ist aber hier Credits. Könnt ihr mir vielleicht dann irgendwann mal so irgendeine Komplettpanzerung kaufen? Ich mag es immer nicht, wenn der Helm mit angezeigt wird. Ach, scheiße. Ich bin am Chalmer Plaza. Wo ist der Rat? In einem Fahrstuhl. Sie versuchen zum Shuttle-Dock zu kommen. Jemand folgt ihnen. Jemand mit einem Schwert. Na toll. Ja.
Hab ich dich, du Penner. Ich habe eine Mitfahrgelegenheit für Sie, Shepard. Nehmen Sie einen Fahrstuhl. So, schön gucken, dass wir hier auch nichts vergessen. Okay, ich bin im Schaft. Festhalten! Das wird eine schnelle Fahrt! Okay, ich muss jetzt den irgendwie sagen Sie mir, dass der kaputt schießen. Nehme ich aber dann lieber mal. Er versucht's, aber ich lasse seinen Fahrstuhl auf jedem Stockwerk anhalten. Schön! Ich habe unseren Freund gefunden. Schalten Sie seinen Fahrstuhl ab! Die Stromversorgung ist darunter! Auf Nimmerwiedersehen! Er kommt bestimmt noch. So muss es sein! Shepard, schlechte Nachrichten! Gibt's denn noch andere? Der Killer ist auf einen anderen Fahrstuhl gesprungen und hat meine Steuerung deaktiviert. Toll. Er ist auf dem Weg nach oben. Ich kann ihn nicht aufhalten. Ich kümmere mich darum. Da kommen Sie! Ach doch. Zurück sind Servus, alles pfeifen. Shepard? Ich sehe Sie. Sprengen! Haben Sie das gespürt? Oh. Beschuss! Runter! Los! Da ist er ja drin, der Udino. Cerberus hat das Shuttle getroffen. Alle zurück zum Fahrstuhl! Shepard? Shepard blockiert uns. Er gehört zu Cerberus. Alle durchhalten. Shepard, was geht hier vor? Sie sollten mich besser kennen, Ash. Ich kannte den alten Shepard. Vor Cerberus. Im Moment weiß ich nicht, wer schon Sie wieder. Sind. Es ist keine Zeit zum Verhandeln. Sie wurden alle getäuscht. Udina steckt dahinter. Der salarianische Ratsherr hat es bestätigt. Dafür haben Sie keine Beweise, wie üblich. Im Fahrstuhlschacht hinter uns sind Cerberus-Soldaten, die Sie alle erschießen, sobald Sie die Tür öffnen. Was Shepard sagt, ist unwahrscheinlich, aber möglich. Für Debatten ist keine Zeit mehr. Ich deaktiviere das Schloss. Ich werde das bedauern. Werden Sie nicht. Udina, weg da von der Konsole! Zum Teufel damit! Halt! Ich hab's doch gesagt, der muss büßen dafür. Den Rat zurückholen und die Tür sichern! Die Tür! Bailey? Schneller ging's nicht, Shepard. Anscheinend haben Sie bereits alles im Griff. Es stimmt also. Wir waren in Gefahr. Aber ich verstehe nicht. Sie sagten, Cerberus sei hier. Cerberus war hier.
Aber sie sind in die Keeper-Tunnel geflohen, als sie gemerkt haben, dass wir kommen. Tut mir leid, Ratsherrin, ganz offen, Shepard hat sie gerade alle gerettet. Dann schulde ich Ihnen etwas, Shepard. Für unser Leben und für das Abkommen mit den Primarchen und den Proganern, das ich nie hinbekommen habe. Sie schulden mir gar nichts. In Zeiten wie diesen müssen wir zusammenhalten. Shepard, haben Sie eine Ahnung, was Cerberus damit bezweckt hat? Ganz ehrlich? Nein. Aber ich finde es raus. So, die wichtigsten Personen sind evakuiert und jetzt müssen wir einen Tunnel und 1 Million andere Orte sichern. Bewegung! Ja. Es verlief nicht nach Plan. Der Rat kontrolliert die Citadel noch und Udina ist tot. Udina war entbehrlich. Und was jetzt? Es laufen schon andere Pläne. Ich informiere Sie bei Ihrer Rückkehr. Es überrascht mich, dass Shepard die Oberhand behalten hat. Kommt nicht wieder vor. Mal sehen. Tja, damit hast du nicht gerechnet, Wortschein. Und Udina hat's verdient. Wir haben jeden Zentimeter dieser Tunnel durchsucht, Shepard. Ihr Cerberus-Kumpel ist nur Schall und Rauch. Er kämpft gerne. Wir sehen ihn wieder. Verzeihung, aber ermuntern tut mich das nicht. Wir können ihn nicht mal identifizieren. Er hat eine VI ins Citadel-System eingespeist, die alle Aufnahmen von ihm löscht. Er hat wohl nicht darauf vertraut, dass Udinas Plan aufgeht. Übrigens, Ihr Freund Thane ist im Huerta-Krankenhaus und muss operiert werden. Es gibt wohl, Komplikationen. Wird er es denn schaffen? Sie haben anscheinend auf der Citadel nicht viel Drellblut. Ich habe seinen Sohn Kolyat verständigt. Die Blutgruppe passt, aber ich weiß nicht, ob er rechtzeitig da war. Der Weg zum Krankenhaus dürfte sicher vor Cerberus sein. Wenn Sie ihn sehen wollen, dann besser jetzt. Bin unterwegs. Oh, und der salarianische Ratsherr sagt, er sei ein Held. Naja, vielleicht macht es das leichter für ihn. Oh, wieder eine richtig coole Folge. Ich krieg einfach nicht genug davon. Ich hoffe, es hat dir da draußen genauso gefallen wie mir. Und wir sehen uns dann morgen wieder bei Mass Effect 3. Bis dann.